Na, wenn das kein schöner Panzer ist, mit dem ich euch hier begrüße, und zwar dem Leopard 1, ist er nicht schön? Ist er kein Träumchen vom Panzer? Leopard, steht sogar drauf. Meia, da ist der schön. Ja, Tier 10, Gefecht im mittleren Panzer der Deutschen, wo denn auch anders? Und ja, er ist einfach toll. Kann man so sagen. Carter ist Lakeville. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht genug haben, davon den mir anzugucken. Naja. Gut, jetzt gucken wir mal, was er aber macht. Er fährt hier in die Mitte. Mit mittlerem Panzer mittlerweile fast schon Standard. TD ist natürlich auch ganz gern. Und jetzt guck mal, ob er da drüben was aufbekommt. Ja, auf den wirken kann er nicht. Aber sein Team kann den WZ schon mal direkt geben. So, der Lightweight, fahr dem jetzt mal hier vor die Flinte, falls da was kommt. Wie gesagt, mittlere Panzer hier auf dieser Mittelstraße sind natürlich aber auch sehr sinnvoll und sehr wichtig, dass die gerade das spotten, was dann da drüben kommt. Und man kann hier einfach doch immer mal wieder gut in die Stadt wirken. Aber hier haben sie gerade nichts viel, was sie an Gegner bekommen. Ganz im Gegenteil, die sind schon in der Stadt. Und in der Stadt wiederum kaum Heavys, weil sie aber auch kaum Heavys haben im Team. Kommt nirgendwo drauf. Jetzt hat er den Prototyp gehabt. Die Fluggeschwindigkeit ist sehr schön und er brennt den T28 einfach noch schnell weg. Wenn der Schaden schon nicht reicht, macht man es halt mit Brandschaden. So, der Bulldog, jetzt der nächste. Drei zu drei steht's. Der Gegner hat die Stadt schon sicher, könnte also gar schon mit ein bisschen Cap hier sein Team unter Druck setzen, und das machen sie auch. 3 zu 4. Na, was macht er jetzt? Versucht er hier weiter in die Mitte zu halten, dass er da dementsprechend drauf wirken kann, fahrt er zurück. Aber wenn jetzt jeder zurückfährt und er die Mitte hier alleine lässt, dann könnte es aber auch schwieriger werden. Also vielleicht ist es taktisch sinnvoller, hier noch in der Mitte zu verharren. Der PTA da drüben kriegt auf jeden Fall den STA. Er selber kommt nicht drauf, leider. Jetzt kommt aber dann IS und den trifft er aber. Jetzt sind schon zwei im Cap. Muss aufpassen, weil er ist hier offen. Und es gibt hier zwei Artis im Spiel. Dementsprechend natürlich da aufpassen und jetzt vielleicht doch mal umstellen. Er fährt jetzt wohl auch Richtung Stadt. 4 zu 7 steht's. Und hier kommt er jetzt auf den Bulldog drauf. Bulldog natürlich. Ja, der Gegner ist gerade hier am Drücker. 5 zu 8 steht es für den Gegner. Und darf nicht vergessen, zwei Artis haben sie auch noch. Also dementsprechend nicht mehr ganz so viel Kampfkraft hier in seinem Team. So, jetzt ist er auf jeden Fall wenigstens ein IS-7 weniger. Ah, prallt er ab am E5. Sonst könnte man hier schön einfach auf die Kommandantenkuppel natürlich schießen. T34 will hier einen Hit haben, bekommt den auf den E100, aber er wiederum kann in dem Augenblick den T34 eingeben. Der Walker Bulldog von seinem Team fährt jetzt auf dem Leopard 1 drauf. Ja, auch. Boah, der ist ja sogar voll. Naja. So, der E100 brennt jetzt leider weg. Dementsprechend hat er jetzt hier das Problem mit den beiden, wobei auch der andere weggebrannt ist, der T34. So, und jetzt stellt er dem E5 nach. Konnte ihn hier ketten. Und dementsprechend hat der Leopard 1 hier auch nochmal drauf kommen können. Und jetzt. Nein, no roll. Schade. Munitionslager natürlich mit dem ersten Treffer direkt weg. Wie soll es auch anders sein? Darf man eigentlich auf so einen schönen Panzer überhaupt als Gegner draufschießen? Ist ja schon fast. Ach, fast nicht gut.
So, Problematik. Da hinten bei der Arti ist jetzt der EN-100. Zweite Problematik, der andere Leopard 1 ist noch voll gewesen. Und ja, die Arti ist natürlich auch noch ein bisschen am Start. Also von dem her ist die Frage, jetzt fahrt er scheinbar zurück und will den EN-100 erstmal klar machen. Er schreibt Go Cap. Aha, na ja gut, EN-100 hat jetzt auch die Arti weggemacht, die zweite. Scheinbar ist jetzt deren Ansinnen, hier den gegnerischen Team mit dem Cap unter Druck zu setzen. Aber naja, also ob das so aufgeht, wage ich mal zu bezweifeln. Oh, jetzt hält die Arti auch noch rein. Und jetzt dürfte der. Ja genau, jetzt wird es richtig spannend und spaßig. Jetzt hat er ja noch hier die ganzen Gegner gegen sich. Was leider nicht bekannt gerade ist, wie viel der EN-100 noch hat. Aber alles andere ist ordentlich. So, jetzt ist er offen. Macht den sehr schnell, sehr schön weg. Schlecht gemacht vom anderen Leopard, weil er eigentlich schon wusste, dass er hier kommt. Aber dementsprechend gut so. So, jetzt haben die noch eine Lorraine, zwei Artis und den EN-100. So, jetzt eben die Frage, was macht er jetzt? Holt er sich jetzt erstmal die Artis? Dann wird es spannend. 11 zu 14. Er muss jetzt einfach nur nochmal schnell vier Gegner alleine wegmachen, dass es aufgeht. Die Frage ist, schafft er das? Und er fragt auch HP vom EN-100 an. Da ist er. Wie viel hat er denn noch? Auch der hat noch 1700. Alter Verwalter. Wie er das schaffen soll, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Und wir haben natürlich drei Artis noch als Gegner. Nicht nur zwei. Setzen wir nach. Es sind drei an der Zahl. Die dürfte aber wegmachen können. Also vielleicht den Krieger mit den Artis macht er klar. So, erste Arti ist weg. Schöner Roll. Dann die zweite Arti. Da hat er leider weniger Schaden. Macht er auch weg. Jetzt ist die dritte Arti. Wo ist die? Er spielt ja schön slow, dass die Arti ihn hier nicht hitten kann. Dass er erstmal zugeht. Macht er clever. Zwei Minuten 30 hat er fast noch. Also das ist auch noch viel Zeit für alles. Aber die Arti sollte jetzt mal langsam treffen oder finden. Nein, er findet sie nicht. Da ist wirklich die Frage, wo ist das Luder? Aber mit dem EN-100 hat er noch Gegner genug. Normalerweise in einem urbanen Kampf hat der EN-100 da ganz klare Vorteile. Da ist er schon. Ah, der EN-100 realisiert es nicht so ganz. Da kann er wenigstens mal den ersten hitten und ihn auch da zurücksetzen. Steht er aber auch einfach nicht gut, der EN-100. Da stand er aber nicht gut. Jetzt sind beide im Cap. Die Artis auch dann da drinnen. Das ist jetzt eher von der gegnerischen Art ein bisschen doof, weil so kann er, hätte er woanders hinstellen können, hätte er noch besser wirken können, aber so kann er nicht wirklich viel unterstützen. Stehen wahrscheinlich auf der anderen Seite hinter. No, da ist er. Wahnsinn. Der EN-100, er wird wahrscheinlich langsam verzweifeln. Noch einen. Das macht er super. Das macht er ganz, 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 ganz gut. Und nochmal einen.
Und jetzt hat er noch ganze 162. Also selbst mit, jetzt könnte er sogar selber locker mal einen Hit abbekommen und trotzdem würde er es noch schaffen. Schaut jetzt hier praktisch ein bisschen die Übersicht, wo der E100 fährt oder wo er kommen kann. Und da ist er. Sehr schön. Da macht er den Krieger klar und gleichzeitig auch den E100 weg. Jetzt ist nur noch die Arti am Start. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Und da ist er auch. Ja, die Arti trifft da nochmal ordentlich mit 553 HP. Allerdings nicht genug. Er macht hier seinen siebten Kill, 7315 Schaden und hat hier das Spiel definitiv rumgerissen für sein Team. Super cool. Mehr und mehr Ehre kann man den Leopard 1 nicht geben und auch nicht besser spielen. Von dem her, Chapeau, Hut ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Vielen Dank, euer Alcaramba.